Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Diablo 2 Mod für Sacred 2. Jo, Diablo 2 voll. Wir sind hier in einem kleinen Anwesen, ein bisschen weiter. Wir haben ja hier in der Stadt aufgehört. Im Livestream haben wir bis hierhin gemacht. Und bis hierhin bin ich kurz gelaufen und habe ein bisschen Items gesucht. Die kann ich euch gleich mal kurz zeigen, wenn der Goblin da ist. Und wir gehen jetzt heute zu einem Mod, zu einem Boss von diesem Mod. Und ja, also wir haben diesen Stab des Feldherrn, also so eine Hellebarde gefunden. Also ich habe gefunden der Zauberdolch. Wo ist der Zauberdolch hin? Ah, genau, hier unten. Einfach eine Klinge der Magier, sieht aus wie der Zauberdolch oder. Also nicht Zauberklinge oder wie sie hieß aus Diablo 2, weil sie ungefähr genau so ist. Und jo, diesen Brustpanzer mit dem Drachenmagen haben wir im letzten Part gefunden. Oder im Livestream noch, der Ding. Genau, sonst eigentlich nicht so viel. Da habe ich noch ein paar Amulette und so gefunden. Jo, wir sind eben manchmal einfach ein bisschen vom Gegner. Damage und Verteidigung ein bisschen. Jo. es ist einfach ein bisschen langweilig für euch, oder? Ich kann ja sich nicht immer das Ganze herumreisen und Leveln gut zeigen. Deshalb mache ich es meistens in Livestreams oder einfach nebenbei. Oder wenn eine Aufnahme halt nicht gerade so gut ist. Weil es gibt da ein bisschen ein Problem mit Twitch Studio. Die Sachen flackern in diesem Spiel. Nur bei euch dann. Ich in-game habe da nichts zu sehen. Und ja, das habe ich jetzt einfach nicht zeigen wollen, oder? Ich habe ein bisschen geredet. Also wir haben ein bisschen geredet, wie eben Diablo 2 Resurrected momentan floppt. Und hat auch Diablo 4. Das habe ich schon ein bisschen, glaube ich, erzählt im Livestream oder so. Ich finde es eben sehr, sehr schade. Es ist halt einfach aber auch so, dass die Spieler immer mehr wollen. Und die Entwickler sozusagen einfach etwas machen müssen. Und dann habe ich eben so ein bisschen gesagt, dass Diablo 2 halt auch ein bisschen, nicht Diablo 2, Sacred 2 halt auch ein bisschen jo, gefloppt ist, dadurch, dass die Entwickler nicht mehr so viel gemacht haben. Die Entwicklung auch zu teuer war. Genau. So ein bisschen schwer zum Erklären, was gerade so schief lief. Aber die Entwickler haben mehr gedacht, es würde viel mehr Leute anlocken und sie haben es einfach nicht geschafft. Zu wenig Werbung gemacht, zu wenig Interesse gezeigt, die Fans vor allem. Ja, es ist schade. Aber die Modder, zum Beispiel der oder die Modder von Diablo 2 The Fallen, die haben halt gezeigt, dass sie es auch gut können. Und das Mod macht wirklich Spaß, auch wenn er eben ein bisschen an der ja, Spielbarkeit leidet, weil einfach jo, gerade am Anfang die Charakter noch zu schwach sind und ja, der Mod zu schwer. Aber jo, wenn ihr mir gerne zuhört, dann ist das Spiel jetzt auch nicht gerade so viel langweiliger. Ich habe eben keine Giftresistenz, also momentan muss ich ein bisschen aufpassen hier. Die sind aber jetzt gerade gleich weg dann. Ich darf jetzt nicht hier direkt nach Norden. Boah, was ist auch das? Das ist eine Explosion, das war etwas Gift. Jo, ich bin jetzt auch wieder 2-3 Level höher und deshalb heißt es auch, der Gegner sind wieder 2-3 Level höher und ich bin nicht stärker geworden. Doch, ich habe ein bisschen, also der Zauber macht schon mehr Schaden. Aber ihr seht, die Gegner werden schneller, stärker und so. Das macht mehr Probleme. Ja, wir haben ein bisschen zu happern. Aber immerhin müssen wir nicht den Charakter abbrechen, weil irgendwie die Minions nicht angreifen. Boah, der Golem ist gleich zerstückelt worden. Er ist wie Fleischexplosion zerstückelt. Ah, das kann Kadaverexplosion sein, dass so viel Schaden macht noch zwischendurch. Ist ja nicht so gut, wenn wir da Minions benutzen hier. Okay. Aber sieht so aus, als würde es Kadaverexplosion sein, weil natürlich das Spiel da nichts hat zum Explodieren von Leichen, also die Animation nicht hat, dass das einfach irgendwelche, ja, so Explosions
Effekte nach dem Tod sind, oder? Wenn halt CE, also Kadaver Explosion, drauf eingesetzt wird, genau. Ist wahrscheinlich auch so eine Art Fluch, eher. Jetzt noch nie eingesetzt, haben wir es überhaupt schon gelernt? Wie Schaden wird es natürlich bei uns noch nicht machen, weil wir es noch nicht gelevelt haben und modifiziert. Ah, oh, ich mag Skelette sowas von nicht. Gut, also es ist sehr schwer hier. Können wir aber gerade nichts machen. Wir müssen kurz hier durch. Ich hoffe einfach, dass der Boss besiegbar ist. Und die Explosion, die Kadaver-Explosion ist leider ein bisschen... nein, nicht die Kadaver-Explosion, ja, der Knochenspeer. Ist durch eine Rune, die ich in die Handschuhe gelegt habe, geschmiedet habe, dann doch ein bisschen ja, um 6 Millisekunden gestiegen. Jetzt habe ich gerade kurz ein bisschen Schluck aufgehabt. Ganz, ganz schwach. Aber ja. Ist wahrscheinlich durch meine Nervenkrankheit kurz passiert. Das ist ein bisschen Überreaktion im Hals. Hey, hey. Sehr unangenehm. Gut. So, jetzt ist es wieder super. Ist noch besser. Also genug. Wir müssen jetzt hier irgendwo in eine Höhle rein. Sind wir gleich soweit. Und dann haben wir dort einen Boss. Haben wir die nicht getroffen? Hey. Ich finde toll, dass der Golem immer wieder belebt wird. Wenn es einfach bewusstlos ist und dann noch. Boah, hey. Wer macht so viel Schaden wieder? Der da. Weg damit. Sofort explodieren. Ja, es ist jetzt gerade echt wieder nervig. Aber gut. Also sonst mache ich eine neue Lichtsäulen-Paladini. Paladinesse. Die ist scheinbar schwer, aber die hat auch Abklingzeiten. Ist gar nicht mal so leicht am Anfang. Sonst weiß ich echt nichts mehr. Muss ich den Mode abbrechen, weil er mir zu schwer ist. Zu wenig Zeit habe zum Grinden. Ja, das heißt immer, ihr habt eine Millisekunde Zeit gehabt zum Heiltrank trinken. Ich war schon auf der Spur zum Heilen. Okay, ich glaube, ich laufe jetzt hier mal durch. Dieses Gebiet ist sowas von nicht balanciert. Ist ja unglaublich. Was soll ich denn machen? Da stirbt man einfach, weil man nicht reagieren kann. Ich glaube, ich bin falsch. Ja. Falscher Weg. Boah, der Mod ist völlig übertrieben. Es ist gar nicht so zu sehen, oder? Also meistens habt ihr halt wirklich schwächere Gegner. Aber wenn ihr in einem solchen Gebiet seid wie hier, wo bis ganz oben Blausingen oder wie es heißt. Nein, Blausingen ist, glaube ich, unten rechts. Oben, ich weiß gar nicht, wie das Dorf heißt gerade. Dann da hast du plötzlich, also du hast überall die schweren Gegner, weil der Mod einfach so dachte, ja komm, wir machen den Leuten schwerer. Aber man einfach selber keine Goldgift-Resistenz findet. Ist schon übertrieben. Man fühlt sich so ein bisschen verarscht als Spieler. Ja, so ist es. Komm, wir geben die Quest gleich mal ab hier. Kann ich mal kurz hier auch. Ja, die Maus macht uns nichts. So. Ich glaube, der Golem lasse ich mal stehen. Kadaver-Explosion ist einfach viel zu gemein jetzt gerade. Der muss ich jetzt echt nicht mitnehmen. Ja, ja. Was macht ihr so, wenn ein Spiel zu schwer ist? Durchgrinden? Aufhören? Profi sein? Ich würde gerne ein Profi sein, aber meistens ist einfach ein Spiel schwieriger, weil einfach das Grinding auch nicht stimmt.
Oder? Du grindest zu wenig, du willst auch nicht grinden, weil es ja auch langweilig ist. Und ja, dann hast du einfach so das Gefühl, ja, du hängst halt gerade, du hast echt nicht Lust, jetzt weiterzumachen. Da müssen wir ein bisschen durchkommen. Ich denke, sobald wir wirklich auch gut MF-Chancen haben und so, also durch die Level steigen sie vor allem und ja auch durchs Nichtsterben oder Überlebensbonus und so, dass man, wieso muss man da hier so mega ringsum? Ist das gemein? Kann ich dich noch kurz töten? Die Quest? Du bringst gar nichts mehr. Die kann man einfach noch töten. So makaber ist das Spiel. Genau, dass du da also eben einfach gerade ja musst es ausweichen, oder? Du musst das Gebiet jetzt eigentlich verlassen. Du darfst jetzt gerade keinen Gegner töten, der zu viel Schaden macht. Und musst irgendwo anders grinden. Ey, das ist ja Wahnsinn. Jetzt greif doch an. Du machst zu wenig Schaden. Also was macht ihr, oder? Einfach weiter grinden, ne? Mich ein bisschen langweilen, bis ihr euch wieder ein bisschen mehr Spaß bekommt. Also mehr Rüstungskunde, einfach wichtig. Aber wir brauchen jetzt endlich die Items und ich weiß nicht, wo ich irgendwie auch handeln soll. Also das Einfachste ist es jetzt eigentlich zu handeln, hin und her zu gehen und dafür gehen wir am besten in Akt 2, also Menschengebiet, dorthin, wo wir ja, da eine Quest noch hatte nach dem Schlepper, wo es eine Burg ist, auf einem Fluss-Delta-Ding, also nicht Delta, sondern eine Abspaltung, oder wo ein Fluss sich zweiteilt. Ist sehr schön, es ist eine wunderschöne Stadt. Da ist nochmal so ein Elite-Gegner, Achtung. Okay, ist eine Spinne. Macht die irgendwas? Nee. Die machen nicht mal etwas. NPCs, helft doch diesem armen Schlucker. Also so, wie ich eigentlich die meisten Streams kenne, grind die elend lange dafür. Dass sie einfach gut dastehen, wenn Zuschauer. Ich bin jetzt einer, der wirklich gar nicht so gerne grindet. Ich werde aber immer grinden, wenn ich es halt muss vom Spiel und so. Also ich habe keine sehr Ablehnung, ich mache es einfach nicht gern. Ich mache es trotzdem. Und jo, jetzt seht ihr halt einfach, wie ich überhaupt nicht grinde, weil ich euch auch eigentlich das Ork-Gebiet weiter zeigen möchte, so schnell. Und ihr natürlich auch nicht unbedingt einen Part voller Grind sehen wollt. Sind wir eigentlich die richtige Höhle? Die kommt mir so unbekannt vor. Eigentlich müsste es schon die richtige Höhle sein. Ja, es ist schon die richtige Höhle. Es ist auch Torchlight 1 Musik. Genau, wir müssen hier runter. Genau, da unten ist so eine Art Mine. Und wir müssen hier runter. Ich dachte, die wäre im Norden, aber ich muss mal kurz schauen. Ich mache mal Bildschirmübertragung. Ihr habt oben einen Balken. Jetzt habe ich den Browser hier hin. Und hier ist dieser Beschwörer. Der ist ja im Arkan Sanctum gewesen. Und gehört nicht zusammen. Also Samane ist unten rechts. Okay, nicht unten links. Also ich dachte, weil der Raum da unten rechts ist, ist dort, aber man muss dort rein. Gut, also gehen wir dort rein. Und bis dann geht dann natürlich der Part, der wird ein bisschen länger gehen. Ich nehme auch vor, mir manchmal auch längere Parts zu machen, wenn halt nicht so viel läuft. Wenn es geht, natürlich auch lange Quests oder lange volle Parts. Aber ich kann nicht immer so ewig lang, also der könnte abstürzen oder so, also Bluescreen. Wenn diese Windows und Aufnahmeprogrammfehler. Ja, also müssen sie auch mal fixen, ob die das fixen können. Ich weiß nicht, es kommen ja nicht mehr so viele Updates aus. Mal gucken. Ich
hoffe es auf jeden Fall. Zum Beispiel auch bei Minecraft, das ist besonders schlimm und abstürzen. Fehlmeldung 1 bei Modding-Probleme und ich nutze gar keine Mods. Keine Ahnung, was die da haben. Naja, werden wir dann sehen, Mann. Aber jo, Entwickler sind immer mehr überfordert. Machen Spiele eigentlich nicht mehr so technisch gut, dass es zu keinen Problemen kommt. Ich habe ja auch mehrere Games gezockt, wo einfach der PC gedacht hat, ja, er überhitzt mega. Nach einiger Zeit erst oder so. Aber nützt nichts, ob man minimale Einstellungen hat oder Maximum Einstellungen. Es muss einfach überhitzen. Also da ist irgendwas an den Engines nicht gerade richtig. Das alte PC ist viel weniger überhitzen als neue. Aber keine Ahnung, also ich bin nicht Techniker, ich weiß es einfach nicht. Ich kann es auch nicht so denken, was gerade das Problem ist. Loops. Es gibt manchmal einfach so Script-Loops, so Scripts, die tausendmal eingesetzt werden. Was ist sonst noch möglich? Dass die Grafik halt wirklich einfach überfordert ist, dass die Engine überfordert ist und dadurch der PC auch sehr überhitzt. Das könnte es sein. Oder einfach nur Faulheit. Wenn ihr faul seid und irgendwas machen, leisten müsst, habt ihr wahrscheinlich auch Überbrennungen in den Muskeln. Müsst ihr mehr trainiert sein. Wie dumm bist du eigentlich hier? KI ist dumm. Ja, es ist echt zäh jetzt hier drinnen. Draußen natürlich wegen den Gegnern schwer gewesen. Hier eher nicht so. Vom Hightank trinken. Drops sind gefallen mir auch nicht. Ich bin ja so ein bisschen ein Drop-Bewerter. Ich mag es, wenn gedroppt wird, aber nicht immer so zu viel. Ich mag es eher so mittelmäßig. Gut, die Falle ist weg. Die Gegner wollen irgendwie nicht. Und jetzt sterben wir hier wahrscheinlich an einem Über-OP-Boss. Der wird uns vielleicht zu viele Skelette beschwören oder so. Gucken, was er macht. Ist er überhaupt da? Sieht nicht so aus. Ja. Was ist denn das Ambiente? Ist irgendwie hier mit diesem kleinen Bällchen? Ist es auch eine Quest? Und das ist nicht Untote Legion, oder? Es sieht nämlich so aus. Ich habe ja den Balken noch, genau. Sieht so aus, als würde der irgendwie diese Quest. Nein, das ist die Quest gemeint hier. Da ist ja der Streifen, oder? Hier unten beginnt sie. Und hier ist von Blind Guardian ein Boss. Hier auch. Das sind die verschiedenen Bosse von dieser Blind Guardian Quest. Und Pindleskin haben wir auch wahrscheinlich getroffen und einfach getötet. Der hatte, glaube ich, auch keinen Namen. Also manche Bosse haben auch keinen Namen. So, hier ist Greasewald. Wollte ich auch noch mit dem Beschwör machen. Habe ich es dann nicht gemacht. Weil ich dachte, der wäre zu schwer. Und ja, das ist eine Kerr-Statue. Kerr ist der Gott der Unterwelt. So. Also jetzt muss ich doch noch den Balken wegmachen. Das stört sonst ein bisschen. Den kann ich auch wegmachen. Hat noch ein anderes gehabt von einem Mod-Projekt von Minecraft. Aber das stürzt ja auch immer ab. Selben Mods stürzen auch mehr ab. Gut, also jetzt sind wir eigentlich fertig. Jetzt gehen wir am besten irgendwo. Jetzt gehen wir halt wieder. Wir gehen irgendwie hier außen herum. Hier können wir nicht hin. Wir rennen einfach durch. So. Ja, wir haben noch genug Zeit. Schön. Hier hinten durch irgendwo, aber das ist ja nur der Blind Guardian Boss. Nur irgendwie zum Händler dort oben. Wenigstens mal kurz schauen. Da ist noch ein Händler. Der ist wohl irgendwo in der Pampa. Zum Händler. Ja komm, wir gehen einfach in die Stadt. Weitsicht, Weitfeld. Weitblick, genau.
Es ist weit weg. So. Irgendwie sind mir manche Namen echt ein bisschen Skyrim ähnlich oder so. Da gibt es ja auch Flusswald. Einfach ein Fluss in einen Wald und das heißt Flusswald. So ein bisschen, ja, schwer zu merken, aber easy zu verstehen. Zu easy zu verstehen. Aber manchmal gehen die Namen echt, echt gut. So, helft mir mal bitte. Ganz viele Gegner hier. So, lieber schneller ein bisschen heizen. Ah, oh, die Abklingt zeigt mir. Aber jetzt bekommen wir wieder Level über. Also Erfahrung über. Level über bekommen wir nicht so schnell. Oh, der ist jetzt wiederbelebt. Sein Feed Damage. Ja, der Bild ist leider noch nicht so gut. Ich dachte anfangs eben, ja, es würde gehen nach einiger Zeit, aber es ist wirklich erst noch nicht so gut. Wir müssen da noch ein bisschen etwas machen. Schön, dass ihr jetzt noch zuschaut, weil es ist echt doch ein bisschen zu langsam, langweilig und so. Aber der Mod ist einfach schwer, ich kann da nicht viel machen. Außer habe viel im Nebenbei noch grinden, leveln und oh. Jo. Im Livestream, ja, es schaut halt kaum jemand zu. Weil ich noch nicht so viel Livestreame mehr wieder. Das Spiel einfach überhaupt nicht bekannt ist bei den meisten. Geschaut wird aber viel, viel mehr Videos. Und ja. Ist einfach besser geeignet momentan noch. Sobald ihr natürlich auch mehr Interesse zeigt oder so, kann ich jederzeit natürlich den Rest immer gegen Livestream oder grinden dann im Livestream. Aber ihr seht, ich komme kaum vorwärts, es wird sehr lange gehen. Deshalb einfach weiter Videos, schön weiter die Kampagne und so machen. So, eben Giftruhen haben wir immer noch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich meistens auch machen soll, oder? So, Schaden über Zeit ist ja nicht gerade der Damage. Ich dachte ja immer ein bisschen, das Gift sei es von diesem, also dieses Gift Noah vielleicht. Das mega modifiziert ist von der Reichweite, von der Breite. Nee, es ist wirklich Kadaver-Explosion scheinbar. Jo. Das muss man auch zuerst aufbauen, gell? Das ist auch ein Handelshelm. Kostet aber sehr viel. Also Schaden über Zeit. Das könnte ich noch gebrauchen. Aber so als Spieler. Was denkt ihr, wieso eigentlich viele Spieler ein bisschen zu viel Grinding haben? Und die Leute wirklich Angst, die Leute werden zu unterfordert von der Größe des Spiels und so. Man muss das auch nur richtig machen, habe ich irgendwie das Gefühl. Für mich ist es ja eigentlich nicht unbedingt, dass ein Spiel fertig ist. Ich habe zum Beispiel Path of Exile auch schon Ewigkeiten immer gespielt und war eigentlich nie fertig mit den Maps. Mit der Kampagne natürlich schon. Die ist auch leider ein bisschen zu lange für mich. Sacred 2 ist eben viel freier. Da hast du, jo, da kannst du einfach die riesen Open World schätzen, die sehr offen ist. Und hast du natürlich immer genügend Gegner, weil es wieder respawnen. Du hast sehr ein großes Item Pool, du kannst sehr viel farmen. Und du bist nicht einfach in 10 Tagen Level 200. Das geht Monate bis Jahre. Und das ist so motivierend, weil du später auch nicht mehr so viele Level brauchst, um stärker zu werden, weil du einfach Items findest und so, die mehr machen. Bist du sozusagen einfach viel fröhlicher oder so. Es ist mehr etwas für mich, oder? Wahrscheinlich für euch auch.
Ja, und falls ihr ja das noch nicht wisst, ich erzähle es ab und zu. Ich bin natürlich auch sehr interessiert, ein eigenes Spiel zu machen, komme aber nicht so gut vorwärts mit dem Texturieren. Das ist natürlich mit der Unreal Engine 5.2 jetzt schon natürlich umso schwieriger, je größer die Texturenanzahl ist und so. Ja, werde natürlich da eher jetzt langsam beginnen zu livestreamen, damit ich ein paar Leute finde. Ich habe ein paar Sachen schon nachgefragt zu Webseiten, ob jemand Lust hat, mit mir ein Game zu designen, aber die meisten fühlen sich wahrscheinlich ein bisschen überfordert bei der Größe oder das Programm tut ihnen ein bisschen zu abschrecken. Die meisten wollen irgendwie mit so kleinen Pixelspielen oder so zu beginnen. Würde ich ja auch, aber ich hätte dann nicht die Freiheit dazu. Und ich habe jetzt gerade wieder ein Riesenproblem, weil der irgendwie wieder spammt, wie die sagt. Wieso habe ich jetzt gerade wieder so viel Damage bekommen? Ist das wirklich wegen diesem Kadaver? Immer wenn ich einen Gegner töte? Oder ist es Reflekt? Es kann schon sein, dass es Reflekt ist, stimmt. Auf jeden Fall hatte ich mit einer anderen Charakterklasse auch Probleme, diese Gegner. Naja, kann ja nichts machen. Vielleicht ist es nur physisch, also ich müsste ein bisschen noch mehr umwandeln. Ja, jetzt ist es auch wieder mehr physisch wieder. Weil ich glaube, die Handschuhe nicht mehr trage. Naja, es wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Ich glaube, es ist für jeden Angriff physisch, nicht nur physisch, sondern... Okay, die Gegner einfach meiden. Diese dummen, blöden, komischen, rechten Gegner. Okay. So, aber den Bug muss ich noch besiegen. Tsch, explodiert. Aber liebe Entwickler, jeder Entwickler in Diablo 2 schon die ganze Zeit. Reflektgegner sind nicht irgendwie anspruchsvoll oder anspruchsvoll oder interessant. Sie sind unglaublich nervig, weil einfach alles nicht stimmt. Das ganze Balancing wird kaputt gemacht. Lernt es doch endlich mal. Einfach nur mal lernen. Mal akzeptieren, dass es so nicht geht. Es ist schwer für die Entwickler, ja. Aber es muss einfach gemacht werden. Auch so Alten und sind das noch für Flüche, dann in Diablo 2 waren einfach viel zu OP. Man hatte einfach ein ganz anderes Spielgefühl, das man einfach nicht wollte, oder? Und das ist ja das Problem. Auf die mal hier hin, damit ich sie besser kenne. Dann unbedingt anziehen, wenn wir handeln. Das nächste Mal. So. Haben wir irgendwas noch mit Giftrissi? Doch irgendwie alle Rissi schon mal. Das auch wieder handeln. Überall Handelsstiefel. Ja, schade. Echt schade, dass wir nur so Plunder bekommen. Nur Plunder-Items. So. Ist das auch irgendwie so ein Hardcore-Modus? Man findet nur Scheiße. Also man kann sich gar nicht so wappnen gegen die Gegner, die zerstören uns einfach, weil wir sie nicht haben, diese Items, die wir als schützenswert empfinden. Naja. Aber die Osterhasen-Kapuzenträger da, dann keine Chance. Da bin ich wieder mächtig. So. So ist es, oder? Also, ja, viele Leute meinen, sie müssen es so schwer wie möglich haben, aber eigentlich ist es gar nicht so motivierend meistens. Ich hätte lieber bessere Story.
Ja. Also hier haben wir alles. Das müssen wir eben nicht machen. Ist auch nur ein. Das ist ein Mitarbeiterquest. Der Bär. Also einfach durchlaufen. Ich habe auch keine Lust auf diese Harpien gerade. Im Menschengebiet können wir wieder ein bisschen mehr. Also es ist wirklich verlangsamt scheinbar. Das Bewegungsgeschwindigkeit geht runter. Und es ist einfach der Dot. Okay, wir laufen fast nicht mehr. Könnt ihr mich schützen, bitte? Durchlaufen geht doch nicht so gut jetzt gerade. Wahnsinnig schwer. Das ist. Wir sind Stufe 22 und die Gegner sind ja immer noch viel höher als wir. Oh, danke dafür. Oh, das ist auch nur ein gerade Item in Set-Gestalt, Set-Farbe. Aber es könnten auch besser sein. Schaden physisch und Weltfokus brauchen wir nicht. Saugeschwindigkeit. Konstitution Schändung. Schändung ist ja unser. Nein, Verstümmelung ist unser Angriff. Komm. Brauchen wir doch das mal. So, dafür habe ich euch auch wieder gerettet. Liebe Wachen. Also wie macht man das, dass es einfach ist? Man geht dort farmen und questen, wo es bessere Gegner hat. Und im Menschengebiet hat es mit diesen Banditen, Wölfen und Bären und so viel bessere Gegner. Das ist eindeutig das schlechteste Gebiet, das ich kenne. Sogar das Dunkelelfengebiet ist dann später doch ein bisschen leichter wieder. Die machen dort einfach sehr viel Schaden, aber haben nicht so blöde Flüche. Und Verlangsamungsgift oben. Ja, da muss man halt einfach durchrennen. Man muss aus diesem Gebiet. Aber schön, dass mal wieder ein Part ist, der jetzt nicht gerade so leicht ist zum Spielen. Ihr habt wahrscheinlich euch einfach vermissen. Den Schmunzelmodus. Weil es halt zum Aufnehmen einfach viel schneller gehen muss, sonst sind die Leute halt sehr gelangweilt, die zuschauen. Ja, ich bin immer ein guter Zuschauer, egal wie langweilig es ist. Aber das kannst du nicht jedem machen, das kannst du nicht jedem bringen. Nicht jeder hat so eine harte Resistenz gegen irgendwelche nervigen Sachen, langweilige Sachen und so. Ich habe erst kürzlich so ein Fortnite Star Wars Special mit Ahsoka und so gesehen. Und da waren die Leute, was waren Vollprofs? Extremst langweilig. Haben zum Beispiel nur mit dem Laserschwert irgendwie jemanden angegriffen und das war so schwach. Ich bin kein Fortnite-Fan, ich bin kein Battle Royale Ego-Shooter-Fan. Und das wollte ich mir unbedingt anschauen und die sind gerade sehr schwer. Wow. Ja, und du bist weg. Wo bist denn du? Onkel Fritz mit den Magiehänden. Was ist der jetzt gestorben? Hat der Bär den. Wow. Schaden. Ja. Ich denke mir manchmal einfach so ein bisschen. Was will der Mensch überhaupt? Und wieso? Also, das meiste ist ja meistens Hype, oder? Man sieht es ein anderes Spiel, ich spiele es auch. Aber mir macht es gar nicht so viel Spaß, ich spiele es trotzdem als die anderen Spiele, oder? Also der andere spielt oder die anderen. Und ja, Pindleskin haben wir gar nicht erreicht, weil wir oben durch müssen als Schatten. Das wusste ich gar nicht mehr so schnell. Gut, das ist es. Der Grund. Ich finde es richtig schön hier, das Portal. Wow. Und die Rüste ist auch cool.
Schöne Bilder muss ich auch ansehen können. Also wunderbar. Also mal wechseln. Haben wir noch etwas mit Handeln? Das Amulett. Das will ich jetzt nicht unbedingt. So umrüsten. Dadurch haben wir jetzt wieder eine mega erhöhte Wahrscheinlichkeit, bessere Items zu finden. Warngiften. Oder ihr müsst immer ein bisschen weiter weg, was Charakterlevel haben, handeln. Skillen könnt ihr ja immer auf Charakterlevel. Aber Items mit Boni auf Handeln erhöhen ja das. Und dann gibt es wieder einen Abstand. Also es gibt schon sehr viel bessere Items, wenn ihr da so 10 Level höher seid oder so. Aber ich sehe jetzt wirklich gar keine Items mit Rüstungen, nur physische Rüstung oben, der Balken, der gelbe Balken in der Mitte und nichts mit Gift oder so, das ist Wahnsinn. Wie schwer muss es einem uns gemacht werden, low-levelig? Ich denke, so ab Level 50 haben wir einfach dann ja das Ockelbild ein bisschen schwieriger, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dann sind wir so weit, dass wir einfach außerhalb vom Ockelgebiet dann ist doch leichter haben. Vielleicht auch im Ork-Gebiet. Habe ich jetzt gerade die Items? Ich habe die Items verkauft. Was hatten wir? Ich glaube, diese Schuhe hatten wir. Haben wir andere Schuhe sonst? Kampfkünste. Also Kampfkünste wäre besser. Da brauchen wir nicht. Also diese Schuhe, ja. Dann muss ich zurückkaufen. Also die anderen lasse ich, aber will einfach das haben. Also ich schaue mal wegen Handeln. Also wir brauchen genau eben den Helm. Ob welchen Helm hatte ich? Den glaube ich da oben. Brauche ich überhaupt nicht. Der da habe ich, oder? Ja. Oder der da. Genau, den hatte ich. Ich brauche nämlich MF, das ist sehr viel wichtiger als diesen Schaden. Was hatten wir hier noch? Oh, Kampfkünste, also ein bisschen Schaden. Und jetzt schwer die Schuhe noch. Verstümmelung ist ja dieser Angriff. Laufgeschwindigkeit. Also 2,8, 3,7. Ich könnte aber die Schuhe auch nicht nutzen. Das ist ja nicht so wichtig. Noch nicht so wichtig wegen Ding. Ich mache das mal so, dass ich einfach 2,7 habe. Und ja, das ist einfach der Helm, den wir getragen haben. Doch noch rausgekommen. Handeln und ja, handeln, Hand. Ja, klar. Tragen, ja. So, also. War ein bisschen schwieriger zum Verstehen, als ich dachte. Ja. Kein Problem, wir sind hier. Auftrag von Nimiguin. Mach auf! Wow! Ist das gerade aufgeploppt? Lass mich durch! Lass mich durch! Im Auftrag von Sifter. Ja, willkommen, Schabowski. Ich gehe jetzt zu Griswold. Töten jetzt Griswold sofort. Hier rüber. Links vom Seenland. Ja, es geht irgendwie ein bisschen besser, weniger Abkündigung, ist aber stärker. Es ist stärker. So, also, jetzt kurz schauen, ja. Jetzt so langsam muss ich auch rein mit dem Bad. Es machen recht viele Let's Player momentan sehr lange Parts, aber das bringt es einfach nicht so. Weil die Videos einfach zu wenig geschaut werden können im Durchschnitt.
Und ihr wollt ja auch nicht ständig die ganze Zeit mehrere Stunden dran hocken. So, irgendwo hier ist ein kaputter Wagen. Dort vorne. Da ist sogar irgendwie... Ah, war noch ein Krug. Ich dachte schon, das wäre so ein Spezialversteck. Ja, ein bisschen ist es schon wieder zu schwach. Also vielleicht ein... Ich kann ja mal die Schuhe hier tragen. So. Aber dass das Item, das unequipped wird und eingesammelt wird, links oben hängt, mag ich nicht so. Items sollten... Naja, was gibt's für eine andere Möglichkeit? Es gibt doch keinen Schatz, oder nicht? Ein Item sollte einfach sichtbar sein für den Anfang. Vielleicht blinken oder so, wenn er wirklich neu ist. Oder mehrere Taschen für verschiedene Item-Typen, oder? Muck und so. Von mir aus Relikte und alles noch dazu. Und da draußen ist also Armor. Eine. Der Luxus, den muss man halt irgendwie auch machen als Entwickler. Sonst sind die Spieler irgendwie ein bisschen überfordert und genervt. Also, ja, jetzt waren wir beim Wagen. Jetzt können wir mal kurz eine Pause machen, weil hier nicht so viele Gegner sind. Da unten dafür. Aber ich freue mich schon. Na, ist leider kein schönes Bild. Ja. Am Kämpfen. So, tschüss. Dankeschön fürs Zusehen und fürs Unterstützen. Tschüss.